Mein Name ist Peter Glatzel, bin Sicherheitsmitarbeiter der Firma Securitas und eingesetzt als Objektleiter beim Denkmal für die ermordeten Juden von Europa. Zu dem Objekt gehört unter anderem auch das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma und die dazugehörige angliedernde erweiterte Ausstellung mit den neuen Biografien. Eine Biografie handelt von Adam Ujvari, einem gerade mal 3 Jahre alt gewordenen Kind aus Österreich. Die Eltern von Adam wurden in ein Lager verschleppt und er, Adam, ist in ein Spital in Wien gekommen, wo medizinische Versuche stattfanden und Kinder brutal ermordet wurden. Man kann sich nur annähernd die Ohnmacht vorstellen, wie die Eltern bangten um ihr Kind, nicht wussten, wo er ist, lebt er noch. Und anhand meiner Person kann ich nur sagen, ich habe 2 Töchter. Eine Tochter war mal nur 4 Tage verschwunden. Und da kann ich nur sagen, meine Ohnmacht, meine Angst, meine Sorgen waren so ähnlich. Und schlaflose Nächte hatte ich ebenso. Und man kann sich das wirklich nicht vorstellen, wie es einem persönlich dort dann geht. Nur meine Geschichte ging gut, die vom Adam leider nicht. Und beim Denkmal für die ermordeten Juden von Europa im Ort der Information gibt es ein Zitat. Es ist geschehen, folglich kann es wieder geschehen. Und mein Appell an dieser Stelle, lassen wir nicht zu, dass es wieder geschehen kann. Und dass die Geschichte verbunden mit den Namen in Erinnerung bleibt und nicht vergessen wird.